und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Jawohl, Freunde, ihr könnt schon am Titel ablesen. Wir sind diesmal zu zweit und ich würde gerne meinem Gast einfach den Vortritt lassen. Der darf ankündigen, was wir über was wir heute reden, denn er sagt es immer so wunderschön in seinen Let's Plays zum Beispiel. Ja, Werther Bruger, über was reden wir denn heute? Ja, mein lieber John, ich würde sagen, wir haben uns heute hier eingefunden zum Dark Souls Podcast. Yeah! Dark Souls. Und es wurde auch höchste Zeit dafür. Ich meine, es wurde schon sowas von oft eingefordert und hier jetzt ist er da, euer Dark Souls bzw. Demon Souls Podcast. Über das möchten wir in dieser Stelle natürlich auch reden. Demon Souls ist natürlich der große geistige Vorgänger von Dark Souls, von der schönen Entwicklerschmiede From Software. Die haben noch vor Demon Souls haben sie ähnliche Spiele gemacht namens Kingsfield. Hast du die mal gezockt oder? Nee, jetzt leider nicht, aber das, ich habe schon viel darüber gehört, aber ich muss sagen, erst seit Demon's Souls ist das so eigentlich meine Lieblings-Fantasy-Software-Schmiede. Richtig. Kingsfield ist mehr, was war das so, Strategie? Oder wenn ich hoffe, ich vergreife mich da jetzt nicht. Das war auch Rollenspiel, aber in der Ego-Perspektive, ich habe mal den zweiten oder dritten Teil gespielt auf der PlayStation 2, das kam mir alles sehr träge und ein bisschen vor, konnte ich mich nicht so damit anfreunden. Gut, deswegen kann ich dazu auch nichts Besonderes sagen, deswegen überblenden wir das einfach mal, diese Kingsfield-Serie. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der geistige Vorgänger von Demon's Souls und ich möchte mal meinen, es kam hierzulande, doch, es kam letztendlich, kam es ja zu uns raus. Das haben sie ja erst nur in Japan, dann glaube ich nur in den USA und dann gingen diese Importzahlen so extrem hoch und... Ich wollte gerade sagen, da gab es dann sogar diese Stop-Import-Version oder wie die hieß sogar. Fand ich sehr lustig, weil ich finde sowieso überhaupt, der Fakt an sich ist ja richtig geil, weißt du, das Spiel kam halt komplett jetzt auch in Korea oder Japan, nur von der Schrift her mit den japanischen Untertiteln raus. Richtig. Und ich habe sogar jetzt selbst, ich weiß nicht, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ja, hier auf meinem Demon's Souls, bei mir ist halt komplett das ganze Handbuch in Japanisch oder Koreanisch, aber das Spiel selbst, die Sprachausgabe, alles Englisch. Ja, richtig, ja. Das ist sehr ulkig irgendwie und das ist doch geradezu prädestiniert, dass das Spiel eigentlich importiert wird, weil Pfeife aufs Handbuch, das Spiel lernst du eh nicht durchs Handbuch, sondern durch Sterben. Was war schon das Handbuch, mal ehrlich? Wie viele Seiten hatte das? 10, 12? Das hat die Grundmechaniken erklärt, aber nichts, überhaupt nichts, was das Spiel angeht. Sowieso, das ist sowieso prägnant, auch bei Dark Souls. Das Spiel hat dich einfach in eine Situation reingeschmissen und du musstest es selbst kennenlernen, du musstest selbst damit auskommen. Da gab es keinen Luxus und das ist ja gerade heutzutage ja selten, dass man sowas nicht mehr bekommt. Ja. Ich wollte gerade sagen. Wie stehst du denn generell dazu? Ich meine, wenn man sich früher, ich weiß nicht, vor so 10 Jahren war es noch irgendwie Standard, heutzutage erwartet der Spieler, dass man hinter jeder Ecke einen Checkpoint bekommt und so weiter und nichts verliert. Und diese richtigen Hardcore-Games, wie jetzt Demon und Dark Souls, die sind ja richtig zu einer Rarität geworden. Findest du den Trend gut oder muss es eigentlich mehr von der alten Sorte geben? Viel mehr, du bist ja genauso wie ich, auch ein Stunde Null-Zocker sozusagen. Also damals, als jetzt diese ganze Atari-Krempel und so Space Invaders, das ist ja eigentlich genau die Zeit, in der ich angefangen habe zu zocken. Und da hat's ja schon angefangen. Da gab's ja wirklich die ganzen Spiele, so NES-Spiele, wo heute die Leute irgendwie auf YouTube noch die Let's Plays von machen, so Ninja Gaiden und so. Weißt du, das war damals normal. Oder die alten Mega Mans, das war damals Standard. Das musstest du halt auswendig lernen. Oder so lange durchbeißen, bis du eben weitergekommen bist. Heute sind die Leute ja nicht zufrieden, wenn du, wie du sagst, nicht an jeder Ecke einen Checkpoint hast. Das ist wirklich schlimm. Also ich finde schon, ja, einerseits ist halt wirklich schon so die Casualisierung von den Let's Plays oder von überhaupt von Videospielen. Aber es müsste wirklich mehr davon geben. Nur denken die Entwickler wahrscheinlich auch wieder zu gewinnorientiert. Deswegen würden das nicht allzu viele kaufen. Ich sag mal, man sieht es ja auch an den View-Zahlen, die jetzt da zustande kommen bei einem Demons oder Dark Souls, weil sich da wahrscheinlich nicht jeder rantraut. Schauen sie sich lieber das als Let's Play an oder, ja, weiß auch nicht. Das stimmt, ja. Wir müssen nochmal eine ganz kurze Pause machen. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder zurück. Aufnahme nimmt brav auf, so wie es auch soll. Ja, wie du schon sagtest, Bruger, wird immer seltener. Ich finde es auch sehr schade. Irgendwie, wenn ich Demons bzw. Dark Souls sehe, ich sehe da irgendwie, ich weiß nicht, du hast ja auch mal Castlevania
2D-Teil hast du mal Let's Play, so, wenn ich es richtig beobachtet habe. Symphony of the Night, aber musste ich leider löschen, wegen Copyright. Ah, okay. Ja, jedenfalls, ich denke mir immer wieder, der 3D-Sprung von Castlevania, da hat nie so richtig geglückt. Und immer wenn ich an Demons oder Dark Souls sehe, dann ist das so für mich irgendwie die Offenbarung an Castlevania. Ich finde, genau in die Richtung hätte eigentlich damals Castlevania gehen müssen. Find's schade. Gut, aber jetzt weg von Castlevania. Demon und Dark Souls sind geniale Spiele. Ich find's auch richtig schade, dass es so selten geworden ist einfach. Und ich glaube, das ist für die heutige Zeit dann auch wiederum, ja, für die Serie gut, weil die Hardcore-Gamer, die suchten das dann regelrecht. Ich meine, sie haben ja kaum Alternativen heutzutage. Ich habe gerade vor ein paar Monaten Castlevania Lords of Shadows gespielt. Und ich habe es echt erlebt, dass ich da irgendwo abgestürzt bin in der Klippe. Und ich bin noch nicht mal vor diese Sprungpassage, kam mein Continuo, sondern danach. Ich habe mir gedacht, hallo? Okay. Das geht ja mal gar nicht. ja, ich finde es jedenfalls gut, dass es wenigstens noch diese, also From Software hat das echt drauf. Auf jeden Fall. Allein von der Atmosphäre, das ist einzigartig. Oh, ja. Also, richtig. Ich sag mal, es ist halt sehr frustrierend am Anfang, denke ich mal. Besonders, ich weiß noch, bei Demon's Souls fand ich es sehr frustrierend. Ich hab's wirklich, du kennst es ja, bis du mal bei diesem ersten Phalanx bist, bei dem Boss. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich sag mal, ich bin nicht so oft gestorben, 5-6 Mal vielleicht, aber es hat mich schon sehr frustriert. Also, absolut. Ich war am Anfang wirklich kurz davor zu sagen, nee, Scheißspiel. Ich meine, es hat mich nicht viel gekostet. Ich habe es mir, glaube ich, für 20 Euro bestellt. Das war so ein Privathändler, das war eben schon gebraucht, diese koreanische Version. Aber irgendwann, es hat mich halt direkt von Anfang an gepackt. Als ich schon den Drachen über die Brücke fliegen sehen habe mit dem Maul voller Leichen, da wusste ich schon, das Spiel ist episch und hammergeil. Das musst du durchspielen. Absolut, und ja. Ich weiß nicht, hätte es mich nicht von der Atmosphäre so gefesselt, ich hätte es vielleicht in die Ecke geschmissen, aber ich habe es nicht bereut, muss ich sagen, dass ich das durchgezogen habe. Weil das war für mich eigentlich so die beste Spielerfahrung, die ich jemals in einem Spiel hatte. Ich kann es wirklich nicht genug feiern, das Spiel. Dark Souls ist für mich jetzt ehrlich gesagt fast noch eine Steigerung in der Richtung, weil es einem genau das gibt, was man haben will und auch nicht zu leicht ist oder ja, weiß nicht, das belohnt einen mehr als so manches Skyrim oder fällt mir jetzt kein passendes Beispiel ein, weil ich spiele nicht so viel, vielleicht noch Mass Effect oder so, aber ja, ich spiele halt wirklich nur ausgewählte Rollenspiele oder sowas, Fantasy, und da ist das wirklich das Highlight schlechthin. Ja, bei mir ging das damals genauso mit Demon's Souls. Ich habe mir gedacht, ach komm, 20 Euro, da kannst du nichts verkehrt machen. Hab's mir geholt und dann kam ich in diese erste Welt und wie ich das Szenario noch so auswendig kenne, dann startest du da und die ersten Untoten stürzen auf dich zu und ich bin bei diesen Untoten gestorben. Und das wieder und wieder und immer wieder. Und das muss man dem Spieler aber dann auch wirklich der Serie zugute halten. Dieser verdammt geile Lerneffekt, mal ehrlich. Oh ja, oh da, ja. Da hast du so Probleme am Anfang. Und wenn du es dann zweites Mal spielst, bist du verdammt, kein Problem. Ne? Das ist ja faszinierend. Stimmt. Das ist wirklich so, ja. Ich meine, das ist so, wie du sagst, das ist wirklich der immense Lerneffekt, der dich da motiviert. Es ist halt nicht so, dass du, ich sag mal, du kannst nach 3 Stunden, ja, wenn du dann denkst so, ich renne jetzt mal da durch, kommt ein Monster, haut dir wie ein kleines Kind auf die Finger und sagt, eieiei, das darfst du nicht, und dann stirbst du halt schon wieder. Und dann denkst du dir da auch so, ja gut, das war jetzt wirklich meine Schuld. Das war nicht irgendwie, weil das Spiel unfair ist oder so. Du bist, wenn du stirbst, immer selbst dran schuld. Richtig. Es ist echt so, wenn du aufpasst und mit sag ich mal, so einer gewissen Vorsicht agierst, dann kommst du da auch gut durch. Also, absolut, klar. Ja. Es gab ja immer, es gibt so viele Dutzende Spiele, wo man sagt, ah, oh, da war jetzt die Kollisionsabfrage schlecht oder Mann, da hat jetzt das rumgespackt. Nee, wirklich, ich habe es noch nie festgestellt bei Demon oder Dark Souls, dass es wirklich an irgendeinem Bug lag oder so. Das war immer der eigene Player-Skill, der versagt richtig, hat. Richtig. Gut, es gibt jetzt 1-2 Stellen, sage ich mal, in Dark Souls und natürlich auch in Demon's Souls, wo ich sage, das ist so ein bisschen glitschig, ja. Also glitschig im Sinne wirklich von glitschig. Wenn du zum Beispiel noch weißt, die Stelle in Schandstadt, wo diese schmalen Plattformen sind, die, wenn du drüber läufst, sich nur rechts und links so bewegen, plötzlich. Ja, richtig. Da gibt's eine Stelle, da so ungefähr in der Mitte dieser einen Plattform, wenn du da stehen bleibst und nicht ein Schrittchen nach rechts gehst, dann bleibst du genau in der Mitte in der Luft stehen und gehst nicht mit der Plattform mit und fällst dann runter. Ja, okay. Ich will nicht wissen, wie oft ich da gestorben bin und es dann im Nachhinein verflucht habe, weil der Weg ist wirklich schon ewig lang, wo du dann wieder oben in der Kanalisation bist, wenn du noch weißt, dieser eine Raum.
Du läufst da erstmal 10 Minuten wieder hin und dann fällst du schon wieder runter. Ich hätte so kotzen können. Okay, das ist natürlich Gott. Ärgerlich. Das ist mir jetzt noch nicht so öfters passiert, aber stimmt ja. Schon. Ja. Was Bugs angeht, hält sich relativ in Grenzen. Ich meine, wenn man ja. da an andere Serien denkt, wo man die Bugs überhaupt nicht an der Hand abzählen kann, da... Ich wollte es gerade sagen, also da ist das Spiel erfreulich bugfrei. Es ist halt wirklich nur so, wie was halt leider auffällt, das war in Demon's Souls jetzt nicht so oft der Fall. Die Frames gehen halt manchmal ganz schön ja. in den Keller. Das ist böse, ja. Ja, aber gut, ich sag mal, das ist verschmerzbar. Man, ja, die haben sich ja auch schon für entschuldigt, From Software offiziell. Man muss es ja auch von der anderen Seite sehen. Dafür hat man in dieser, gerade bei Dark Souls, in dieser riesigen, übergreifenden Welt, hat man ja nie irgendwelche Ladezeiten. Nur wenn man gerade stirbt und so, dann wird geladen. Aber ansonsten ist ja alles übergreifend und man hat nie irgendwo welche Pausen oder so. Ne? Das ich muss auch sagen, also man kann über die Story und so weiter sonst was sagen. Die ist halt ziemlich undurchschaubar. Ist mir egal, da können die von mir aus so viel meckern, wie sie wollen, aber alleine die Gestaltung der Welt ja. oder jetzt auch allein das Aussehen und die Vielfalt der ganzen Rüstungen, die es gibt, also richtig. Designer sollten dann Preis erhalten wegen mir, also was Besseres habe ich noch nicht erlebt. Genau. Das ist 1A aus einem Guss, einfach nur. Genau, da können wir gleich drauf kommen, auf die, ja, sowieso dieses Level-Design, diese Welt, was die da erschaffen, das ist Wahnsinn, also das hätte ich nie für möglich gehalten. Das haben sie ja, da gibt es ja einen Unterschied. Bei Dark Souls war das ja eine riesige, große, offene Welt. In Demon's Souls hingegen waren es 6 separate Welten, kann man sagen. Was hast du besser empfunden? Machst du lieber diese separaten Welten, die man für einzeln erkunden kann, oder ist es doch eher dann lieber dieses Globale, was dir zusagt? Oh, auf die Frage war ich vorbereitet. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich darauf sagen soll, weil ja, einerseits ist es schon schön und gut, wenn du halt so abgesteckte Welten hast, mit ihrem ganz eigenen Thema. Wenn ich jetzt nur an Demon's Souls denke, mit dem Boletarischen Schloss oder jetzt den Turm von Latria oder ja, was weiß ich. Es ist halt alles, ja, so in sich, eigentlich wunderbar passend. Aber dann finde ich es auch wieder genial, wie die das geschafft haben bei Dark Souls, das so zu verknüpfen, dass es wirklich alles einen logischen Zusammenhang hat. Absolut, diese also, Abkürzung allein, ne? Ja, das ist hammergenial. Das Einzige, was so ein bisschen... finde ich jetzt, das ist die einzige Stelle im Spiel, die ich so ein bisschen gestellt finde, ist, wenn du beim Eisengolem bist und dann von diesem einen Vieh hoch nach Anor Londo getragen wirst und dann eine riesig große Stadt siehst, auf die du aber sonst irgendwie außer in Anor Londo keinen Einblick hast, im ganzen Spiel nicht. Ja, das und das finde ich dann so ein bisschen gestellt, sage ich mal, so ein bisschen inszeniert. Also die ganze andere Welt kannst du hin, ohne großartig eine Ladeszene zu haben, außer dann halt Anor Londo hast du natürlich dann irgendwie einen Cut, fliegst hoch über diese riesig große Mauer da und dann kommst du in eine komplett andere Welt. Das fand ich halt ein bisschen, naja, gut, das Bild schon, halt ja. noch, aber... Das hätten sie vielleicht irgendwie im Hintergrund, hätten sie es noch darstellen können oder so. Ich meine, ja gut, aber allein das ist Kritik auf hohem Niveau, finde ich. Ja, weil, definitiv. Allein wenn man sich so überlegt, was da für Abkürzungen geschaffen worden sind, da konnte man wirklich 2 Stunden in einem Gebiet verbringen und auf einmal findest du einen Aufzug, der auch sehr, ja, es wirkt realistisch einfach, dass der dann einfach nach oben befördert und schon ist man wieder am Anfang. Geil. Mhm. Fand ich richtig geil gelöst. Richtig, dass du dann, im Endeffekt denkst du dir, oh nee, jetzt bin ich hier unten, jetzt komme ich hier nie wieder raus. Mhm. Ich war erstmal so froh über das Feature, dass du dich da teleportieren kannst. Stimmt, das kam ja hinterher auch noch, ja. Ja, das wusste ich auch nicht. Also ich habe das zum ersten Mal blind gespielt und wusste halt gar nicht, was abgeht. Mhm. Und auf einmal merke ich, da gibt es tausende Abkürzungen, wie du sagst. Sogar heute entdecke ich noch Abkürzungen, die man dann nehmen kann. Das ist Wahnsinn. Ich habe es letztens wieder gespielt und habe dann auf einmal ein verstecktes Leuchtfeuer gefunden, was ich vorher nie gefunden hatte. Okay. Durch Zufall habe ich mal gegen eine Wand gehauen, da verschwindet die Wand unten im Grab der Riesen oder wo das war, in der Krypta. Ah, okay. Und auf einmal findest du dann Leuchtfeuer. So, ach ja. Ist nett, schön. Ne? Und gerade das, dass du so ganz dezent eigentlich Geheimnisse selbst finden musst. Also du wirst dann irgendwie gar nicht drauf hingewiesen. Der Entdeckerdrang ist halt wirklich absolut, ja. Absolut heftig in dem Spiel, ja. Also du hast so viel Bock, dir das Ganze alles anzugucken, alles zu entdecken. Richtig. Das habe ich in keinem anderen Spiel gelernt. Bei Skyrim lässt mich mittlerweile ja auch schon recht kalt, sage ich mal. Weil irgendwann ist es halt wirklich, leider wie du sagst, ist es halt alles schon mal gesehen, ne? Ja, das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist so ein richtig fetter Unterschied, jetzt wenn man Skyrim in Betracht zieht, da gehst du in irgendeinen geilen Dungeon und der sieht geil aus bei Skyrim, keine Frage. Aber was du hinterher dann da drin bekommst, enttäuscht dich wieder, weil du hast irgendwie schon deine Endrüstung oder sonst was. Ja. Bei ja. Bei der Souls
Serie ist es wiederum so, du hast es verdammt schwer dorthin zu kommen, aber wenn du es schaffst, dann kriegst du was richtig Endgeiles. Oh ja. Und ich erinnere mich gerne an Demon Souls. Du kennst ja die Stelle, wo der Drache da an seinem Platz, an seinem Hort quasi ist und Ja, der blaue und der rote Drache, das war genau, übel, diese extrem vielen Schätze und ach, das reizt dich so, ne? Du ja. weißt, du rennst hin. Und du rennst hin, du kannst dir einen Schatz schnappen und du weißt ja, wenn du stirbst, dann hast du den Schatz trotzdem. Ja, diese Kamikaze-Versuche alleine, die waren einfach göttlich. Hammer, ja. Und da muss ich wiederum sagen, ist Dark Souls um einiges leichter sogar, finde ich, weil du hast überall die Leuchtfeuer. Bei Demon's Souls war es ja echt noch so, die Welt war riesig groß, verdammt riesig groß, die einzelnen Abschnitte. Und bist halt mal gestorben, ach ja, machst halt mal alles von vorne. Bei Dark Souls ist es halt durch diese riesige offene Welt, du kannst dir wirklich da so Tricks schaffen, dass du dir dann wirklich, wie du sagst, Items schnappst, danach stirbst, vorher noch schön Seelen ausgibst. Ja, das ging bei Demon's Souls halt nicht. Da musstest du zum Might, um aufzuleveln. In Dark Souls, ja, Richtig. kannst du das eigentlich überall am Lagerfeuer. Fand ich in der Hinsicht dann schon wieder ein bisschen zu leicht. Ich hoffe mal, im Nachfolger machen sie das wieder ein bisschen schwerer, was das angeht. Da hast du absolut recht. Die haben zwar, ich weiß noch genau, im Trailer haben sie gemeint, es wird alles schwerer, es wird alles brutaler und so. Aber ich Ja. muss jetzt ja, wenn ich jetzt noch mal vergleiche, finde ich Dark Souls einfacher. Gerade wegen diesem Komfort, den man hatte in der großen Welt, diese Leuchtfeuer. Klar, im Vergleich zu anderen Spielen ist es immer noch die Hölle, aber im Ja. Vergleich zu Demon's Souls ist es angenehmer, das stimmt. Ja, weil Demon's Souls, weiß nicht, wenn ich jetzt alleine schon an die vierte Welt denke, weiß nicht, wenn du noch weißt, die mit dem Windfürsten und so weiter und dem riesigen Hühnchen da, was das war. Also die fand ich mit Abstand eine der schwersten Welten, weil da konntest du einfach auch mal dummerweise in den Abgrund fallen, weil da gibt es ja diese Klippe, wo du außen rumläufst, Ah ja. wo diese Skelette kamen mit den fetten, breiten Schwertern da, Oh, diese das war goldenen. so fies, ja, ich Ja. erinnere mich. Das ist die schlimmste Stelle im Spiel. Und wenn du da gestorben bist, halt nochmal alles von vorne und alle Gegner wieder da. Und dann auch noch, was ich auch noch wirklich doch den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen extrem fand, war eben diese Welttendenz und die Charaktertendenz. Genau, das haben sie ja ganz abgeschafft bei Dark Souls, diese Tendenz. Ja, leider, muss ich sagen. Weil erstmal fand ich das dadurch ganz schön fies. Wenn du als Geist da rumgerannt bist, hattest du eine halbvolle Energie. Beziehungsweise mit dem Ring hattest du drei Viertels. Ja. Und je öfter du gestorben bist als Geist, desto schlechter wurde die Welttendenz. Das heißt, wenn die Welttendenz schwarz war in Demon's Souls, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nicht kennt. Schaut euch am besten die Let's Plays an, die es da gibt auf YouTube. Richtig. Dann wurden die Gegner schwerer. Es gab öfter diese roten Phantome. Wenn du das kennst du ja auch. Und dafür droppten aber auch mehr Items, so wie ich das in Erinnerung habe bei den Gegnern, bei den ganz Genau. normalen Standardgegnern. Aber ich muss sagen, das hat dich dann so ein bisschen bestraft, fast schon. Wenn du gestorben bist, dann wurde das Spiel schwerer. Absolut, ja. Und das hat halt viele Leute abgefuckt und frustriert mit der Zeit, habe ich jetzt gehört, weil es gab wirklich bitterböse Game Reviews. Ich weiß nicht, ich habe mich da mal eine Zeit lang sehr viel umgeschaut und die haben wirklich kein gutes Haar an Demons/Dark Souls gelassen. Das stimmt, ja. Weil es halt nicht wirklich immer belohnt, sondern erstmal frustriert am Anfang, bis du hinter die Spielmechanik blickst. Absolut, mir ging Oh. es damals genauso. Ich habe auch mit Nichtswissen habe ich damals Demon's Souls gespielt und Oh. habe den Turm von Latria, das war mein Hasslevel damals, das Oh. weiß ich noch genau. Da habe ich das gespielt und ich habe mich noch gefragt, warum, man sieht ja auf dieser Weltkarte, warum ist das so schwarz jetzt auf einmal? Und naja gut, hab Die ich mindestens Steine, mal gell, gedacht, die. Oh. aber ich hatte keine Chance mehr, weil die Gegner wurden immer härter und für mich wurde es immer schwieriger, bis ich das dann mal geblickt habe. Das hat mit der Welttendenz zu tun und die Ja. werden dann schwerer, das liegt nicht nur an meinem Skill. Ich weiß noch genau, mein Hassgegner damals, das war nämlich diese verdammten Mit den Glöckchen, ne? die Menschenfresser. Boah, Die die haben, Man-Eaters, ach, die ja. sind böse. Das waren meine absolute Hassgegner. Die haben meine Tendenz absolut ins Schwarze damals gebracht. Weil ich habe mir gedacht, komm, ich mache mich zum Mensch und dann habe ich ja 100% live und dann muss ich es schaffen. Ja, hätte ich mal gewusst, dass ich dann meine Tendenz komplett versaue. Verdammt. Ja, aber ich glaube, das haben sie auch gepatcht. Mittlerweile war es dann so. Ich spiele es ja auf der ungepatchten, weil ich es da besser finde. Also ich habe mein Demon's Souls gar nicht gepatcht. Ich spiele es ja eh nicht online, das Demon's Souls zumindest. Und ich glaube, dann später war es nämlich so, wenn du als Mensch stirbst, dann wurde die Tendenz schwarz, aber wenn du als Geist stirbst, ist sie gleich geblieben. Ach so. Auf der 1.0er war es wirklich noch so, je öfter du als Geist stirbst, desto schwärzer wird sie.
Ja, stimmt, ja, als Geist macht es überhaupt keinen Unterschied, aber dann hast du halt Genau. nur diese drei Viertel Leben oder was das war mit dem Ring, wo du Genau, gemerkt. genau. Aber ich habe das mit Absicht immer gemacht. Ich wollte ja, weil es gibt ja diese Events auch, das fand ich auch das Geniale in Ah ja, Demon's Souls. stimmt. Wenn du eine schwarze Welt hast, dann hast du eine komplett andere Event-Dinge. Also dann kamen Gegner, die normalerweise gar nicht kamen und die haben auch einzigartige Gegenstände gedroppt. Genau. Und wenn du es auf weiß hattest, kam natürlich auch wieder, aber das war halt dementsprechend schwer, das auf weiß zu kriegen, weil da musstest du es, glaube ich, dreimal durchspielen. Und halt, nur wenn du Bosse gekillt hast, wurde die Tendenz halt wieder weiß der Welt. Ja, das ist schon. Ich habe es am Anfang wirklich. Ich bin am Anfang in Level als Geist, habe mich da 20 Mal in den Tod gestürzt und habe dann alles komplett auf Schwarz gespielt, bloß die ganzen NPCs gekillt und dann hast du halt das schwerste Spiel, was geht, ne? Stimmt, ja. Also das war ja und das vermisse ich so ein bisschen in Dark Souls. Das meine ich auch. Das ist zu leicht. Das Einzige, was Ja. wirklich richtig, richtig frustrierend sein kann, wo ich sogar ganz am Anfang so nach dem Let's Play habe ich das dann zweites Mal gespielt mit Maria. Den habe ich dann sogar gelöscht. Weiß nicht, wenn du dich dran erinnerst, in der Kanalisation unten kommen ja diese Frösche, ne? Oh Diese Gott, Glubschaugen. ja. Ja, Ihre und ich. Flüche. Genau, ich wurde dreimal verflucht, hatte einen Furz vor einer Energieleiste. Ich hatte ein total beschissenes Schild. Ich habe wirklich. Es gibt ja Schilde, die blocken nicht zu 100%. Ja. Da kam so ein blöder Typ mit einer Fackel, so ein ganz normaler Zombie, der hat mich gehauen. Ich habe geblockt und bin gestorben. Und das war für mich der Punkt, wo ich den blöden Charakter gelöscht habe. Das hat mich so Verständlich. geärgert. Das. Die Flüche waren ja abnormal. Das hat mich so geärgert, das stimmt, ja. Ja. Wobei, das Allerschlimmste fand ich ja in Demon's Souls und ich bin dankbar, dass es bei Dark Souls nicht mehr so hochgebracht haben. Bei Demon's Souls der letzte Endgegner, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, also Der König Arland. König Arland, genau. Auf jeden Fall einfach nur Die episch, Seelen absaugen. richtig, episch dargestellt das Ganze. Und ich weiß noch genau, ich habe damals gerade mal so gelevelt, dass ich eine bestimmte Rüstung tragen kann und so. Und dann komme ich zu diesem letzten Ja. Endgegner und der schnappt mich, nimmt mir mein 10-Level ab und was ist? Er nimmt mir natürlich die Konstitution ab, wodurch ich auf einmal langsam bin. Ich konnte nicht mehr schnell rennen. Das war ja bei Demon's Souls nochmal eine Spur fieser. Oh ja. Da durftest du gar nicht so viel bei dir tragen, weil da gab es nicht nur Das dieses Ausrüstungsmaximum, sondern auch diese ist das, was ich auch Maximum. nochmal ansprechen wollte, bevor wir den Faden verlieren. Das hat mich auch genervt. In Dark Souls finde ich das richtig gut gelöst, weil es gibt ja keine Truhe, wo du was ablegen kannst, bis auf eben diese bodenlose Truhe am Lagerfeuer. Da hätte ich das System auch total fail gefunden, wenn du einfach zu irgendeinem NPC musst und da was in die Kiste legen musst. Ja. Aber Richtig. nee, wie du sagst, dieser König Arland, das ist nämlich bei mir auch passiert. Ich glaube, ich wurde im Let's Play wohl sogar viermal ausgesaugt. War richtig peinlich, ne? Aber gut, das finde ich wirklich eine richtig, richtig beschissene Fähigkeit. Vor allem, wenn du überlegst, auf höheren Leveln brauchst du halt mal eben 50, 60.000 Seelen für ein Level. Richtig. Boah, Das kommt auch die noch hinzu, ja. Ich hab Schweinebacke, boah, ja. hab richtig gelitten. Ich hätte fast heulen können, wirklich, weil ich Ich habe wusste, geflucht, wie ein Rohrspatz, du. ich bin so langsam dann und hab keine Chance mehr gegen den Idioten. Wobei, gut, ich hab dann Trick 17 gemacht und das ist ja auch nur so eine Sache. Ich hab dann diesen König dann mit Fernkampf besiegt. Da können wir auch gleich mal Diesen drauf. Glitch, den es da gibt, wo du durchs Portal läufst und dann Den direkt stehen bleibst. Glitch habe ich nicht gemacht. Weißt Ich weiß nicht, bei Demon's Souls waren diese Glitch waren ja fast beabsichtigt, kommt mir so vor, weil es gab so verdammt viele, ne? Ich hab's ja gezeigt auch. Es gab ja diese Tricks, zum Beispiel auch beim Maneater, dass wenn du genau vor diesem Nebelschleier rechts in der Ecke am Tor stehst, und dann kannst du da durchschießen mit dem Bogen, kannst du den ersten schon mal nur mit dem Bogen töten. Bei König Arland gab es auch sowas. Du bist Genau. durchs Tor, hast dich keinen Millimeter bewegt, einfach den Bogen gezückt und dann immer so ganz hohen Bogen geschossen. Dann konntest du ihn mit 200 Pfeilen oder so killen, ohne dass er dich nur einmal treffen konnte. Der wurde nicht mal wirklich getriggert. Aber das war jetzt halt, naja, gut. Ich gebe es zu, ich habe es einmal gemacht, aber nur weil ich so einen total bekloppten Charakter hatte, den ich irgendwie total verskillt hatte. Naja. Ich hab's auch König Arland ist sehr frustrierend. bei Demon's Souls habe ich auch einmal gemacht, und zwar bei dem alten König, der ja optional war, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist schon zu lange her. Der mit der blauen, mit der grünen Rüstung da, wo du den Ja, Ausdauerring kriegst. Ja. genau, ja, bei dem habe ich das, glaube Doran, ich, gemacht. alter König Doran, Old King Doran, Doran heißt genau, der. ja.
Richtig. Aber ansonsten halte ich von Glitches nicht viel, wobei, wie gesagt, mir kommt es wirklich so vor, als haben die Entwickler das ja absichtlich gemacht, weil es kam so oft vor, wirklich hinter die Nebelwand ein bisschen rumschießen und so, dass das klappt und so weiter. Mhm. Ja, war nicht mein Stil, aber gerade den letzten Endgegner, den konnte man auch relativ einfach im Fernkampf killen, fand ich. Okay. Mit Bogen oder Armbrust? Mit Bogen habe ich das immer gemacht. Das ging eigentlich relativ gut. Ja. Weil zu weit auf Abstand war bei dem ja auch gefährlich, ne? Stimmt, da hat er ja diesen Dash-Angriff gemacht hat. Oh ja, das stimmt, ja. Richtig böse, ja. Aber generell war es ja wirklich, ist es ja wirklich so, also kommt mir gerade so vor, gerade bei Dark Souls habe ich ja einen Magier gespielt, dass es als Magier bzw. als Fernkämpfer deutlich einfacher ist. Ja. Du hast ja richtig mit einem ordentlichen Nahkämpfer hier angefangen und wenn du jetzt, ja, was ist denn deine Lieblingsklasse? Also findest du es gut, dass es angeblich einen Magier einfacher hat oder siehst du das vielleicht gar nicht so? Es ist oder? Schwer, es ist schwer. Wobei ich das Balancing jetzt, muss ich sagen, in Demon's Souls auch ein bisschen besser fand. Mhm. Vor allem, weil du halt Mana hattest. Ja? Ja. Und bei Dark Souls ist es halt wirklich, du hast ja nur diese bestimmten Aufladungen für deine Zauber. Mhm. Das macht es halt vielleicht auch als Magier, sollte es wahrscheinlich so ein bisschen interessanter machen, fand ich aber gar nicht irgendwie. Das war für mich einfach nur so der so ein bisschen die Ausrede, dass man weg vom Mana geht. Weil ich muss sagen, bei Demon's Souls war es wirklich als Nahkämpfer viel zu leicht und als Magier hattest du sowas von zu beißen teilweise. Da waren ja Gegner, denen hast du einen Furzschaden angerichtet mit deiner Magie. Okay. Und erst zum Schluss wurdest du richtig so der Übermagier, aber auch nicht stärker als die Nahkämpfer, muss ich sagen, weil Nahkämpfer fand ich generell leichter. In Dark Souls wiederum, weiß nicht, als Nahkämpfer, finde ich, hast du bei den Bossen ziemlich oft ein schwereres Spiel gehabt. Jetzt, wenn ich nur an den Ziegendämon denke, oh hust du. Als Nahkämpfer war der die Pest oder Ornstein und Smaug. Als Nahkämpfer, hör mir auf, ey. Furchtbar. Die waren ja Horror. Und als Magier hattest du dafür bei den Bossen sowas von leichtes Spiel. Ich hab's ja bei dir gesehen. Ich gucke ja dein Let's Play auch. Du rennst da durch bei den Bossen, schießt zwei, dreimal drauf. Ach ja, das. Ach so, Leute, ich wollte sagen, das war jetzt übrigens ein Boss und so, ne? Und das war schon extrem, ja. Das ist wirklich extrem. Und dafür hast du aber, finde ich, mit Magiern bei den ganz normalen Trash-Gegnern, die zwischendurch kommen, hast du gar nicht so leicht. Das stimmt, ja. Weil die hauen dich dann teilweise so weg, weil deine Zauber, die brauchen halt eine gewisse Zeit, bis sie abfeuern. Und bei Bossen ist das nicht so wichtig, weil die bauen sich auch erstmal auf, bis sie dann einen Schlag machen bei dir. Mhm. Und dafür hast du halt mit Nahkämpfer rennst du so beim Trash, sage ich jetzt mal, durch wie nix. Mhm. Das finde ich halt vom Balancing nicht so gut. Also es sollte auch eine Herausforderung sein, weil es gibt zwar manche Bosse in Dark Souls, die sind nicht so empfindlich gegen Magie. Ja. Ich sage jetzt zum Beispiel nur Ornstein und Smaug, da brauchst du ja schon Feuer eigentlich eher oder Blitzwaffen. Mhm. Aber generell, ja, meine Lieblingsklasse ist halt schwer zu sagen. Ich finde, Pyro spielt sich sehr gut, weil du kannst wirklich auf Nahkampf gehen und hast noch Feuer und die Waffen kannst du ja dann je nachdem auch noch verzaubern mit Blitz oder Magie. Die Mischung dann macht es natürlich. Genau. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht geblickt. Ich habe auch gedacht, der Pyro braucht auch diesen Magie-Attribut-Bonus und so weiter. Habe ich auch gedacht, bis ich da mal die Wiki wirklich ausführlich gelesen habe. Aber nee, da kann man ja richtig die perfekte Mischung eigentlich machen. Das ist schon geil, das stimmt. Weil ich habe jetzt rausgefunden, für mich, mit meinem Magier bin ich jetzt auch durchgerannt, habe halt viel auf Agilität gesetzt, weil angeblich sollst du mit mehr Agilität schneller zaubern, deine Zaubersprüche mit 45 ist halt das Maximum. Ach so. Ja, weiß nicht, ob es stimmt, aber irgendwie muss man halt mal vergleichen mit einem ganz frischen Magier oder mit meinem Magier jetzt, weil der rennt ziemlich rum, dann habe ich noch diesen einen Ring, mit dem du da so Flickflacks machen kannst, dieser Darkwood Grain Ring oder wie der heißt, ich weiß gar nicht. Und ja, macht sehr viel Spaß. Also so eine Mischung aus Nahkämpfer mit so einem Blitzkatana und halt richtig starken Zaubern, so diese Seelenpfeile, die du auch hast. Mhm. Diese Seelensperre, weil die sind Hammer. Ich weiß nicht, ob dir da schon aufgefallen ist, da kannst du durch Gegner durchschießen. Die treffen alle, wenn die in einer Reihe stehen, dann triffst du jeden. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, die sind richtig genial. Wobei ich dann, das fand ich auch in Demon's Souls, du hast ja diese Homeward-Seeking-Dinger da, diese Dinger, worum dich rumschweben. Mhm. Die finde ich total schwach. In Demon's Souls war das die Überwaffe. Da hast du, glaube ich, King Alant mit 3 oder 4 von diesen Dingern im ersten Spiellauf gekillt oder so. Okay. Die waren richtig Hammer, die Dinger. Mhm. Naja gut, im zweiten haben sie es halt jetzt abgeschwächt in Dark Souls. Aber, mhm.
Vor allem nach dem 1.05-Patch haben sie es nochmal abgeschwächt. Also ich muss sagen, ich habe es ja offline, also vor dem Let's Play habe ich es damals ungepatcht gespielt. Und wenn ich es jetzt nochmal spiele, hier und da, merke ich schon die Unterschiede. Also sie haben die Magie nochmal abgeschwächt. Wobei, letztendliches Fazit finde ich, die Magie immer noch ein bisschen... ja, stärker wie es ein Nahkämpfer hätte und so. Mhm. Aber ich bin mal auf Demon's Souls gespannt, weil wenn ich Demon's Souls das Let's Play mal angehe, dann auf jeden Fall als Magier, weil ich das noch nicht gemacht habe. Und da bin ich mal gespannt, wenn das doch nochmal ein bisschen heftiger werden soll. Da, ja, doch, bin ich mal gespannt, ja. Es kommt drauf an, du kannst das dir, kann ich ja den Trick schon mal verraten. Aber übrigens jetzt jeder unter das Video bitte schreiben, dass John ein Demon's Souls Let's Play machen will. Das wollen wir alle sehen. Nee, du kannst das wirklich am Anfang einfach machen. Dann kann ich dir einen Tipp geben, jetzt so auch wer zuhört, heißer Tipp. Wenn du die Phalanx besiegst, dann kommt doch dieser Abschnitt mit der Brücke. Genau. Und da kommt doch dann dieser Drache. Da kannst du nämlich mit einem Adligen, geht's am leichtesten, deswegen habe ich das damals als erstes Mal auch mit dem Adligen gespielt. Mhm. Dann nimmst du einfach diese Krone, die der hat, die füllt ja langsam die Mana wieder auf, oder ich glaube der Katalyst war das, irgend sowas. Und dann stellst du dich da um und schießt immer deinen Seelenpfeil. Wenn der Drache fliegt, wenn du es im richtigen Rhythmus machst, dann killst du den und kriegst halt direkt am Anfang mal deine, weiß gar nicht, 30.000 Seelen oder so. Okay. Da kannst du dann direkt mal 20 Level ungefähr machen. Also, und kriegst sogar noch diese Seele, die kannst du auch gleich nochmal benutzen von dem Drachen. Okay. Und dann hast du erstmal einen richtig fetten Bonus. Und gerade durch dieses Mana auffüllen, wie gesagt, fand ich jetzt das Balancing ein bisschen schwerer in Demon's Souls, was die Zauberer angeht. Mhm. Die waren schon richtig gut gebalanced. Du musstest ja auch Mana, diese Gewürzflaschen da trinken oder was das war. Genau, ja. Und das fand ich halt ein bisschen fadenscheinig in Dark Souls, dass du da die Aufladungen hast. Hm. Naja, fand ich halt. Ich hätte lieber Mana gehabt, sage ich ganz ehrlich. Hm, stimmt. Weiß auch, nicht, ja, wie es dir da geht, weil dann hättest du auch mit weniger Mana weniger zaubern können und müsstest halt öfter einen Pott trinken. Und so kannst du sagen, oh ja gut, ich habe jetzt halt meine 30 Seelenpfeile, ich habe meine 20 Seelensperre und so und ja, super. Fand ich halt ein bisschen blöd gelöst, aber gut. Ich hoffe mal, das machen sie im Nachfolger irgendwie wieder anders. Ich bin das auch gespannt, halt, ja. Wir können es ja an der Stelle schon sagen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, also mit der Souls-Serie ist noch lange nicht fertig. From Software hat da noch was geplant. Oh ja, ich freue mich schon so drauf. Sie haben definitiv angekündigt, dass da noch was kommt und auch bei Dark Souls, da ist ein DLC geplant, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Irgendwas in einem Waldgebiet oder so soll da kommen, ja. Herrlich. Immer her damit. Ja. The Dark Forest oder wie das heißt, oder The Black Forest, der Schwarzwald, irgend sowas, ne? Genau. Glaube ich, das DLC. Wobei ich mir mehr Burgen wünsche. Ich liebe ja diese Burgen, diese Schlösser, was die da herbeizaubern. Das Boletarische Schloss war bestimmt in Demon's Souls auch dein Lieblingsgebiet, oder? Oh ja. Oh. Göttlich, einfach nur dieses erste Gebiet, wie sich das dann, diese kleinen Winkeln einfach, was man da erkunden konnte. Ja, und die Krähen auf den Mauern hörst du die ganze Zeit noch. Grah, grah, grah. Und sonst nicht. Das finde ich ja auch das Geniale, die Stimmung an sich. Wenn du, das fällt einem ja richtig auf, wenn du jetzt in Dark Souls, ich weiß gar nicht mehr, ob es in Demon's Souls so ist, wenn du mal eine längere Zeit einfach nur stehst, ja, und dich nicht bewegst, die Hintergrundgeräusche werden immer lauter, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, herrlich, ne? Ja, wenn du jetzt im Wald stehst, hörst du zum Beispiel die ganze Zeit die Blätter rauschen oder wenn du so oft in der Burg stehst, jetzt in Arnor Londo, hörst du die ganze Zeit so ein Säuseln des Winds und so um die Zinnen streichen, das ist richtig geil. Das ist die richtig geile Atmo, die legen ja auch keinen großen Wert auf jetzt Soundtracks, ich meine, richtige Musik gibt's ja nur bei den Endbossen. Und ansonsten, die ist dann meistens böse. Oh, die ist richtig episch und heftig und die zieht rein, aber wirklich ansonsten einfach nur diese Sounds, herrlich einfach, das ist richtig Atmo. Ja, also die Soundkulisse ist richtig genial, kann man nichts viel zu Schlechtes sagen, gar nichts eigentlich. Aber nochmal kurz zu den Gebieten. Hast du denn so ein richtiges Lieblingsgebiet? Demon's oder Dark Souls? Sag ruhig beide. Demon's Souls, wahrscheinlich wie bei dir, das Boletarische Schloss. Absolut. Eigentlich so. Ja. Der erste, eigentlich alle vier Abschnitte finde ich richtig genial. Vor allem dann zum Schluss König Aland, wie er über die ganze Stadt so diesen Ausblick hat. So, herrlich, herrlich. Bei Dark Souls eigentlich Arnor Londo, aber da gehen mir die Gegner und die Abschnitte an sich ein bisschen auf den Nerv. Da einfach wurde da über diese Kapelle oben durchs Gebälk grenzt. Mhm. Ich kann's nicht sehen, ey. Ich bin da bestimmt schon so oft runtergestürzt. Oh Gott, schon 8 Mal. Das nervt einfach. Mhm. Das nervt. Und dann ist es auch ein bisschen buggy, was die Rücksetzpunkte angeht, glaube ich. Weil, wenn du zum Beispiel da diese Königin tötest, diese Gwindolin, wie heißt die nochmal? Die Gwinnevere, wenn du die tötest, dann wird's doch dunkel. Dann musst du runter zu Gwindolin. Kannst die auch noch töten?
Nur wenn du da dann stirbst, kommst du an das erloschene Feuer von Ador Londo. Und wenn die Plattform dann, weißt du, ich meine, diese Drehplattform nach unten gestellt ist, musst du wieder durchs Gebälk. Ach so. Oder musst du halt ganz weiter zurück und musst dir da ein Leuchtfeuer holen, dass du wieder zur Prinzessin, zur Kammer der Prinzessin geportet. Es ist halt ein bisschen kompliziert, aber naja. Ist halt, hat jetzt nicht viel mit zu tun mit den Gebieten, aber Ador Londo, würde ich sagen, und das Boletarische Schloss. So. Also das Schloss bei Demon's Souls auf jeden Fall auch mein Liebling. Ich meine, allein, wie sich das dann noch erweitert, wie das dann nach den Phalanx, wie man da noch hinten weiter rauslaufen kann. Und oh, ja. Dieses letzte Gebiet und zum Endgegner, so, das hat alles so eine Epik. Oh, herrlich einfach nur. Vor allem, du stehst auf der Mauer und kannst schon ganz weit bis ans Ende schauen. Ist dir erstmal aufgefallen? Ja, du siehst alles, wo du noch hinkommst. Geil. Einfach nur geil, ja, das stimmt. Und bei Dark Souls, ja, auf jeden Fall, allein der Anfang hat mich genial geflasht, diese erste Burg der Untoten fand ich super und Ador Londo, na klar, auch genial, aber auch die gemalte Welt, das Gemälde fand ich auch genial. Painted World of Amaris, die war cool, also doch, die war sehr, vor allem es ist ein optionales Gebiet, ich meine, hallo? Einfach nur mal so eine geile Burg als optionales Gebiet. Wo gibt's das schon noch? Also richtig, richtig. Oh, herrlich. Und ganz ehrlich, erstmal auf die Idee kommen, ich musste das wirklich online nachlesen, dass du da diese Puppe für brauchst, ganz am Anfang aus deiner Zelle. Und wüsstest du das nicht mit dem Nest, da musst du ja auch erstmal eine Zeit lang sitzen, bis die Krähe dich rüberträgt. Das sind alles so diese Kleinigkeiten, ja. Ja, das richtig. Macht's für mich so einzigartig. Also, ich weiß das noch genau, du hast es ja am Anfang Let's Playen, ich habe ja das nur offline gespielt und ich hab's irgendwo aufgefangen, dass man in dieses Tutorial-Gebiet nochmal kommt. Ich wollte da unbedingt wieder hin, da habe ich dich noch gefragt, wie macht man denn das? Genau. Ich muss es auch wirklich nachlesen. Vor allem, das finde ich so genial. Das ist eins der Spiele, was so richtig community-driven ist, wenn du sowas kennst. Also das ist wirklich von dir aus alleine, du würdest einen Scheiß entdecken, ganz ehrlich, du würdest die Hälfte des Spiels verpassen, weil du dann einfach stur durchrennst, aber dann die Leute, die reden miteinander, oh, guck mal, ich hab da was gefunden, da geht da weiter und so. Du kriegst auch wirklich kaum Hinweise drauf. Ich meine, du würdest nie drauf kommen, zum Beispiel, dass du jetzt in einen bestimmten Covenant eintreten kannst oder musst, um das und das freizuschalten. Ja. Diese Fraktionen, und finde ich halt einfach Hammer, also Das finde ich, haben sie in Dark Souls auch richtig gut gemacht, was du noch so einen richtigen Rollenspielaspekt dazu gibt, diese Fraktionen eben. Mhm. Weiß nicht, du kennst ja diese klassischen Rollenspieldinger von wegen hier so chaotisch gut oder richtig, rechtschaffen böse. Und es gibt wirklich 9 Fraktionen, die genau diese Voraussetzungen eben haben, dass du deinen Charakter dann so spielen kannst. Richtig, ja, diese Fraktionen, was bei Dark Souls ja dann so kam, diesen Eid, den man leisten konnte. Genau. Fandest du es eine gute Neuerung, was sie da gemacht haben? Oder, Hammergeil fand ich das. Vor allem, du hast auch gemerkt, wenn du jetzt zum Beispiel, du warst ja, weiß gar nicht, bist du auch beim Weißen Ring oder wie das hieß? Diese Rechtschaffen gut gibt's ja, die du am Anfang mit dem Ritter zum Beispiel schon hast oder mit dem Priester. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich am Anfang hatte, aber mit dem Priester, genau, das habe ich am Anfang gemacht, aber dann bin ich ja zu dem Chaos-Eid übergegangen. Stimmt, so Diener des Chaos plus 2, dass du da durch die Tür kommst. Diener des Chaos ist, glaube ich, rechtschaffen oder neutral böse oder irgend sowas war das, glaube ich. Oder chaotisch böse, weiß ich auch nicht. Nee, aber ja, das ist das, dass du zum Beispiel so Events wie jetzt mit dem Diener des Chaos, dass du dann unten so eine Abkürzung schaffen kannst oder zum Beispiel mit dem Dark Wraith, das sind ja diese ganz, ganz Bösen, die rechtschaffenden Bösen oder chaotisch böse. Das sind ja diese klassischen roten Phantome, wo du dann andere Welten invasieren kannst. Und ja, das ist für mich halt, ich find's super, muss ich sagen. Beim ersten gab's ja wirklich nur schwarz und weiß, wie auch die Charaktertendenz. Und bei Demon's Souls, da hattest du ja auch eine einzige Quest als Böser. Das war die für Mephisto. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder ob du das irgendwann mal gesehen hast. Diese Frau mit der goldenen Maske, die dir sagte, du sollst alle NPCs töten. Hab ich nie gemacht, aber hätte mich schon irgendwie interessiert, doch, ja. Sag mal so, ich hab's nur gemacht für die Achievements, weil es gab halt dafür ein Achievement, wenn du halt alle Waffen und alle Ausrüstungsgegenstände gibt's ja auch in Dark Souls, dass du alle Waffen findest und so weiter. Und ist okay, aber es ist jetzt nicht wirklich was sich lohnt, sage ich mal, außer du bist halt so ein Vervollständigungsfreak, dass du die Achievements alle haben willst. Nee, ich war noch nie so der Trophäentyp, also hat mich noch nie gereizt, aber generell doch, ja, fand ich interessant, die Möglichkeit doch. Ja, ich hab bald Platin bei Dark Souls, das sagt ja schon was aus. Wobei, der alten hatte ich für Demon's Souls Platin, aber dann ist mir leider die PlayStation hops gegangen und ich konnte die Savegames nicht retten. Na, Trophäen für ein Popo. Ärgerlich. Ja. Okay, wir machen gleich weiter. Wir machen einen kurzen Aufnahmecheck. Ja, für euch geht sowieso nahtlos weiter. Bis gleich.
So, da sind wir zurück. Ja, wir machen weiter und knüpfen einfach an das Thema an, was ja auch bei Demon und Dark Souls so prägnant ist, die Charakterentwicklung. Das ist so eine Sache, wenn ich heutige Spiele mir anschaue, ich meine, ich war damals, kann man ja sagen, großer Diablo 2-Fan zum Beispiel, weil man konnte seinen Charakter entwickeln und so weiter und man musste ihn gut skillen, man musste ihn eigentlich perfekt skillen. Wenn ich jetzt so die Vorberichte von Diablo 3 lese, ja, man kann die Skills zurücksetzen, man kann sie jederzeit ändern und so weiter, das wirkt mich schon ein bisschen an, so wie es fast bei jedem Rollenspiel so ist. Bei Demon und Dark Souls wiederum ist es wirklich so, du skillst wo rein und du musst damit leben. Es ist wirklich noch ein Spiel, da kannst du dich verskillen, da musst du dir wirklich gut überlegen, wo setzt du es rein und so, und die Individualisierung, die schnelles Wort. Ja, die baut sich richtig auf, je nachdem, wie du spielen willst und so. Ja, finde ich persönlich geil. Wie siehst du das? Ich meine, soll es so speziell sein oder hättest du es lieber etwas gemütlicher, etwas freier, etwas, ja. Ich sag mal so, es ist zwar okay, ja, dass sie es so gemacht haben, weil es ist halt wirklich so für die Hardcore-Leute, sage ich mal, ein Rollenspiel für Hardcore-Leute. Es ist kein Wischiwaschi, das ist bekannt. Mhm. So ein, zwei Mal hätte ich mir vielleicht schon gewünscht, weil dass du vielleicht irgendwas... Das gibt's ja auch zum Beispiel jetzt bei Dark Souls, diesen Ring, ne? Den kennst du ja, den ziehst du an, wenn du ihn wieder ausziehst, wird er zerstört. Ja. Sowas hätten sie auch machen können, dass du irgendein Item kriegst pro Spieldurchlauf oder vielleicht nur einmal im Spiel, mit dem du halt deine Punkte zurücksetzen kannst. Mhm. Weil ich habe mir jetzt sogar, ich sag mal, ich kann mich jetzt nach, auch wenn es noch nicht so lange draußen ist, ich bin schon alter Hase. Ich habe schon sehr oft durchgespielt. Kenn's eigentlich quasi schon auswendig. Und selbst, ja, da habe ich mich schon öfter mal verskillt. Vor allem, weil später tut es ja richtig weh, weil da kostet es ja richtig viel Seelen. Oh ja. Und wenn du dann irgendwie genauso, du verkaufst irgendein Item und denkst dir später dann, bei Fram zum Beispiel, denkst du dir dann später auch so, verdammt, das hätte ich jetzt eigentlich doch nochmal gerne gehabt, um es auszutesten, weil jetzt habe ich die Punkte dafür. Mhm. Ja, es ist halt, ja, gerade dieses Speicherpunkt oder du kannst halt nichts zurücksetzen, Ding ist halt sehr fies, ne? Absolut, aber ja. Eigentlich, sag ich mal, ist es okay. Ist okay, also wenn man mit klarkommt und schon vornherein plant, wie baue ich meinen Charakter auf, ist das in Ordnung, ja. Ich muss auch dazu sagen, also ich finde es an sich, finde ich es geil, so wie es ist. Ich mag es eigentlich, wenn man wirklich sich Gedanken drüber machen muss, wenn man eben keine zweite Chance hat oder so. Das hat natürlich zur Folge, dass zum Beispiel bei Demon und auch bei Dark Souls war es bei mir so, ich habe meinen ersten Charakter ziemlich, ja, ich habe einfach mal ins Blaue, so habe ich einen Charakter versucht und habe festgestellt, okay, ja, funktioniert nicht und habe mir gedacht, mache ich einfach einen neuen Charakter, fertig. Aber ich finde das in Ordnung. Ich meine, ich finde das geil. Man lernt daraus und man findet seine eigene Taktik. Das ist das, was mir in den heutigen Spielen ein bisschen fehlt, wenn man einfach da auf einen Reset-Knopf drücken kann und ja, gut, jetzt kann ich nochmal neu verskillen und ja, vielleicht klappt's dann. Finde ich ein bisschen schade. Nee, ich finde das so irgendwie geiler gelöst. Und was ja auch interessant ist, und da kann ich relativ wenig dazu sagen, du wahrscheinlich mehr, die New Game Plus Sache. Weil da wird ja der Charakter nahtlos übernommen und ich hätte es mir wahrscheinlich genauer angeschaut, wenn es so gewesen wäre, dass ich weiß noch, bei Demon's Souls, ich habe mir gedacht, ach komm, ich gucke mir mal den Plus-Modus an, vielleicht kosten die Seelen dann nicht mehr, vielleicht könnte ich dann nochmal, weil die Gegner werden stärker und so weiter, vielleicht könnte ich dann einfach nochmal auch nochmal geiler, mich höher skillen und so weiter, aber nee, die kosten nochmal genauso viel wie im Urspiel und da war ich dann doch in der Sache ein bisschen abgeneigt. Ja, aber letztendlich meine Frage an dich, New Game Plus, lohnt es sich? Also ist der Reiz trotzdem noch da, auch wenn man ja, bei Null anfängt eigentlich? Ich sag mal so, bei Demon's Souls war das eine andere Sache, weil durch diese Welttendenzen, wenn du nur mit einem Charakter gespielt hast, wolltest du natürlich alles sehen. Und manche Events gab es ja nur mit Pure White oder Pure Black und so weiter. Mhm. Wobei Pure Black ja ganz einfach war. Du bist einfach nur oft gestorben und hattest dann Pure Black und konntest da alle Events kriegen. Bei Pure White allerdings musstest du es zwei, dreimal durchspielen, dass deine Welttendenz komplett weiß wurde. Und dann erst konntest du zum Beispiel gewisse Charaktere befreien. Jetzt zum Beispiel Freak, wenn du den noch kennst, Sage Freak. Richtig. Da auf dem Stockwerk im Tower von Latria, da gab es eine Zelle, die konntest du nur öffnen, wenn du Pure White warst. Oder war ja so ein Typ im Knast.
Den konntest du auch nur den Schlüssel finden bei voller weißer Tendenz. Auf schwarzer kam er zum Beispiel als Phantom, der gegen dich gekämpft hat. Mhm. Und das hat für mich den Reiz ausgemacht. Bei Dark Souls muss ich jetzt sagen, das ist genau dasselbe Spiel 1:1. Die Gegner sind halt schwerer, du kriegst mehr Seelen, du fängst mit dem Level an, mit dem du aufgehört hast, hast alle Waffen noch, hast alle Ausrüstungen. Aber leider haben sie das ein bisschen schlechter gemacht, den Reiz New Game Plus zu spielen. Ich kann es also verstehen, wenn du sagst, für dich, du spielst es durch, ja, auf normal halt, den ersten Spieldurchlauf und dann ist es gut. Kann ich voll und ganz verstehen, weil bei Dark Souls gibt es eigentlich auch nicht so viel Reiz, das nochmal zu spielen, wobei ich das jetzt eh schon so oft durch habe. Ich spiele es halt einfach, weil es geil ist, also nicht, weil ich jetzt irgendwelche Events haben will, also ja, das ist halt was anderes, aber ja. Dark Souls, Demon's Souls ja, Dark Souls nein. Okay. Mit dem Lohnen, ob sich's lohnt, halt nochmal. Ja, das sehe ich ähnlich. Also gerade bei Dark Souls, da habe ich mir auch immer gedacht, ja, New Game Plus, irgendwie interessant, aber es reizt mich nicht genügend. Wenn es immer schwieriger wird, wenn es herausfordernder wird, dann muss auch meine Belohnung dementsprechend höher werden. Das habe ich halt bei Dark Souls irgendwie nicht empfunden. Klar, man bekommt mehr Seelen für die Gegner und so, aber das hat mir nicht gereicht. Vielleicht so ein bisschen Exclusive-Items hier und da, so das wäre der Reiz, den ich brauche, aber den gab's halt nicht. Nee, leider nicht. Die Events sind halt immer dieselben. Du, gut, was ich jetzt halt da besser finde, es gibt bei Demon's Souls, gab's das ja auch schon, du hast ja diese ganzen Charakter-Stories, ne? Ich weiß nicht, jetzt beim Demon's Souls gab's ja diesen Königssohn, den du halt bis zum Ende vorm Schloss begleiten kannst quasi, den du immer wieder mal triffst. Bei Dark Souls ist es jetzt Ornstein zum Beispiel oder auch von mir aus Big Head Logan. Die haben ja auch so wirklich die Gebiete, wo sie immer wieder mal triffst, das was du auch in deinem Let's Play ansprichst, ob du die Sidequests machen sollst und machen wirst. Das ist genau das. Da gab es in Dark Souls viel mehr von. Ja, eigentlich für jeden Charakter, den du großartig in der Welt triffst, da gab es so eine Sidequest und am Ende musst du ihn entweder töten oder er bedankt sich halt bei dir, gibt dir nochmal ein Item. Aber ja, es ist halt wirklich, es gibt dir nicht mehr, wenn du es halt öfter spielst in New Game Plus Dark Souls. Das Einzige, was halt, was soll ich jetzt sagen, ja, was so den Reiz halt ausmacht, dass du vielleicht dein Level steigerst, aber sonst, naja, viele machen ja dann im Endeffekt PvP, aber das reizt mich jetzt auch nicht so sehr, muss ich sagen. Ja, gut. Geht mir ähnlich, ja. Wobei ich gerade, wenn wir einfach mal zum Online-Modus überleiten.